Morgen, Schatz. Guten Morgen. Frischer Kaffee. Kriege ich auch einen? Schon authentifiziert? Benutzername schnuppi@ehegatt.de. Mhm. Passwort 0815. Identität von Schnuppi bestätigt. Ist es wirklich der eigene Ehepartner, der mit am Frühstückstisch sitzt? Bei sowas will man ja sicher sein. Deshalb authentifizieren wir uns jetzt auch im Alltag. Ah, hallo Oma. Stopp. Wer weiß denn, ob du wirklich Sabines Oma bist, liebe Hannelore? Stimmt. Man hört ja so oft vom umgekehrten Enkeltrick. Mailadresse und Passwort bitte. Weiß ich nicht. Habe ich vergessen. Na gut, dann die Sicherheitsfrage. Mit wem bist du zum ersten Mal fremdgegangen? Das geht mir so auf den Senkel. Ja, aber sonst sitzt nachher am Geburtstagstisch bei uns eine wildfremde Oma. Was für das Homebanking funktioniert, kann ja im Home-Home nicht verkehrt sein. Oh, du möchtest unsere Toilette benutzen. Na, dafür brauchst du aber eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ja, genau. Ohne Code kein Pipi. Also, wie lautet die Seriennummer vom Toaster? Was? Na los, der Code gilt nur 10 Sekunden. Lauf! IWX 3011 9. Ach, das hat jetzt zu lange gedauert. Los, der neue Code ist der Stand vom Stromzähler um genau 15.10 Uhr. Hopp, hopp. Authentifizierung ist total wichtig, denn es lauern ja überall Betrüger. Mit Safety First lebt es sich auch viel entspannter. Meine Enkel haben ja nicht ganz Unrecht. Boah, Oma, ist das alles für mich? Moment, erst musst du mir beweisen, dass du kein Roboter bist. Zeig alle Bilder mit Ampeln. Das und das. Falsch. Das. Falsch. Dann aber das fünfte von links in der zweiten Reihe. Nein, auch falsch, ihr Dödel. Da ist eine Ampel und da auch. Nein. Können wir nicht was anderes? Nein, los, jetzt schneller. Das, ist das eine Ampel? Nein. Aber das. Nein. Da, das ist eine Ampel. Wieder falsch. Das da ist eine Ampel. So, was jetzt? Zuerst in die eine Ecke deuten. Da gibt es noch mehr von extra drei. Dann in die andere Ecke deuten. Da kann man abonnieren. Wichtig, das mit der Glocke sagen. Okay. Das mit der Glocke. Das alles bitte locker, fröhlich und entspannt. Hehehehe.